Von wo aus kann man denn das Naturschauspiel im Auto bewundern? Ja, nicht verzweifeln, es ist trotzdem noch nicht alles verloren, und zwar vor allem auf den Straßen und Autobahnen um Wiener Neustadt, um Eisenstadt, südlich von St. Pölten und in der östlichen Steiermark sind sie wettermäßig nämlich noch in den besten Regionen. Hier stehen die Chancen, dass sie etwas von der Sonnenfinsternis sehen, auch auf der Straße relativ gut. Und es ist wahrscheinlich das größte Verkehrschaos, das es je gegeben hat. Millionen Menschen wenden sich derzeit aus allen Teilen Österreichs in Richtung Kernzone. Andrea Radakovic mit einer kurzen Zusammenfassung der Lage. Auf allen Strecken, die zu irgendwelchen Aussichtspunkten im Bereich der Kernzone führen, steht der Verkehr derzeit wirklich völlig still. Es ist im Augenblick nur noch ein grober Überblick möglich, denn alle Stauzonen einzeln aufzuzählen, würde den Rahmen absolut sprengen. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass alle Ausfahrten aus den Großstädten, das gesamte Wechselgebiet, das gesamte Mariazeller Land, der Parkabschnitt, das gesamte oberösterreichische Seengebiet und wie gesagt alle Aussichtspunkte im Nahbereich von Großstädten völlig zum Erliegen gekommen sind. Sonnenfinsternis rückt immer näher und vom Wetter gibt es gute Nachrichten. Die Aussichten für die Zeit der totalen Finsternis haben sich nämlich eher verbessert. Im Großteil Niederösterreichs, des Burgenlandes sowie in der östlichen und südlichen Steiermark ist jetzt die Sonne herausgekommen und hier stehen die Chancen auf zumindest zeitweise klaren Himmel auch um die Mittagszeit recht gut. Wenn Sie in diesen Regionen im Stau stecken, ist also nichts verloren. Sie befinden sich nämlich trotzdem noch in den begünstigten Regionen. Das riesige Interesse am heutigen Naturereignis liegt vor allem daran, dass eine totale Sonnenfinsternis nur etwa einmal in jedem Jahrhundert vorkommt. Eva Haslinger mit den Details des Naturphänomens. Für den Beobachter sieht eine Sonnenfinsternis so aus, als ob der Mond die Sonne anknabbert. Eine totale Sonnenfinsternis entsteht dann, wenn sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne schiebt. Dann fällt sein Schatten auf die Erde. Mit über 3000 Kilometern pro Stunde jagt dieser Schatten dann über den Planeten. Am verdunkelten Tageshimmel treten die Himmelskörper wie Venus und Merkur deutlich hervor. Ein kühler Wind kommt auf, die Temperaturen fallen um 4 bis 6 Grad. Wissenschaftlich gesehen haben solche Ereignisse keine große Bedeutung mehr. Früher waren sie jedoch die einzige Möglichkeit, die Umgebung der Sonne zu erforschen. So wurden etwa die Corona und die Protuberanzen, die roten Flammenzungen am Sonnenrand, während einer solchen totalen Finsternis entdeckt. Fast 3 Stunden lang wird der Mond heute die Sonne über Österreich zumindest teilweise verdecken. Zuerst in Vorarlberg, wo sich der Mond ab 11.13 Uhr vor die Sonne schieben wird. Danach wandert der Mondschatten weiter über Tirol und Salzburg Richtung Osten. Um 14.10 Uhr verlässt er Österreich wieder beim burgenwendischen Deutschkreuz. Komplett überdeckt wird die Sonne jedoch nur in der 110 Kilometer breiten Kernzone, die sich grob gesprochen von Salzburg nach Oberwart zieht. Dort wird die Phase der totalen Finsternis bis zu 2,5 Minuten lang zu beobachten sein. Sie beginnt in Salzburg um 12.39 Uhr, im östlichen Burgenland um 12.46 Uhr. Opa, schau nach hinten. Was denn? Bis da schwarz kommt. Das heißt die Schatten, Christian. Ja. Ich glaube, der hat mal die Filme, ne? Das sind jetzt die fliegenden Schatten. Kann man schnell? Papa, es ist stockdunkel. Da schau, jetzt ist sichtbar. Wow! Fütter runter. Oder? Warte, das ist noch nicht ganz. Warte, was sieht man? Es ist total! Jetzt ist total. Boah, ich sehe fast nichts. Ich kann nicht fotografieren. Blitzt. Fütter brauchen wir keins mehr. Wow. Christian, ich hab's total drauf. Schnell in Zoom. Ist das ein Wahnsinn? Christian, schau durch. Die Sterne. Schau durch. Die Sterne. Ja. Schau durch. Wow. Ist das ein Wahnsinn? Ja, geht's das auch? Jetzt sieht man die Corona und alles. Ha? Das ist Irrsinn. Das gibt's ja nicht. Es ist stockdunkel. Jetzt ziehen ein paar Wolkenfetzen drüber. Aber wieso habe ich so einen komischen violetten Rand? Das ist eine Perlenschnüre. Was kommt schon wieder raus? Ja, ja. Ich glaube, 2 Minuten ist total. Wir sind ja nicht ganz drinnen. Ach so, ja, ja. Warte, es geht schon los, ich muss ausschalten. Was? Es fängt wieder an, heller. Ui, ich muss ausschalten. Jetzt kannst du flimmernden. Wow.
Wah. Die fliegenden Schatten habe ich nicht geglaubt, dass ich O-Draht gehabt. Ist ja Wurst. Ich habe nicht geglaubt, dass es mit den Schatten das ist. Das ist jetzt ausschaut, jetzt schaut aus, wenn die Sonne aufgeht. Ja. Ja, war das ein Wahnsinn, bitte? Das glaube ich nicht. Jetzt kommt es wieder raus. So. Aber wie man das gesehen hat, gell? Schwarz, dunkel, dunkel, schwarz ist der Himmel. Und mittendrin zum von einer schwarzen Scheibe überdeckt. Das war unglaublich. Aber wir haben einen begnadeten Platz erwischt. Ja. Wir kennen wahrscheinlich einen zu einem der wenigen wirklich Privilegierten, die das miterlebt haben. Wow. Ganz allein, gell? Die totale Sonnenfinsternis ist heute aber nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt zu sehen. Von Westeuropa bis nach Asien werden hunderte Millionen Menschen das Naturschauspiel verfolgen, Nina Unterreiner berichtet. An der englischen Südküste treffen Sonne und Mond im historischen Doppelpack heute Vormittag als erstes auf Europa. Um 11.11 Uhr stellt das Jahrhundertereignis in Cornwall alles in den Schatten. Doch die Briten werden nicht nur im Dunkeln stehen, sondern wahrscheinlich auch im Regen. Die Wettervorhersagen sind düster und Millionenverluste vorprogrammiert. Auch Frankreich steht Kopf, wenn mitten am Tag die Sonne verschwindet. 5 Millionen Franzosen und Touristen sind in die Kernzone der Sonnenfinsternis zwischen La Hague und Straßburg gefahren. Weiter zieht der Mondschatten über Deutschland, Österreich, Ungarn, den Balkan und den Nahen Osten und endet schließlich östlich von Indien mit dem Sonnenuntergang im Meer.